In jener Zeit konnten die Menschen endlich ihre Erdhöhlung verlassen. Sie hatten sich dort für Jahrhunderte vor der radioaktiven Strahlung versteckt, die durch die letzten Atomkriege entstanden war. Inmitten des Dschungels entdeckten sie die Butzuk, eine Mutantenrasse, die friedlich am Fuße eines Hügels lebten. Die Menschen besetzten mit Gewalt den Wohnort der Butzuk und erbauten dort die Stadt Blurksenblicknaxel auf dem Hügel. Aber tatsächlich zlotet es ganz fürchterlich in Blurksentrinzennapaxel. Und nun, Professor Azimuth, können wir jetzt mit dem Teddybären spielen? Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag und ich hoffe mal, ihr könnt das jetzt hier verdauen. Ach, es ist ein Spiel, das wir immer hatten und das ich immer ein bisschen gespielt hatte, aber nie weit. Ich möchte mal gucken, wie es ist, wenn man das Spiel durchspielt. Wirklich jetzt. Ich habe schon mehrfach versucht, es aufzunehmen. Einmal zum ersten Mal 2011, als ich angefangen hatte mit Let's Playen. Dann nochmal 2015. Bin auch nicht so weit gekommen. Und jetzt gucke ich mal. Also wenn ihr das hier sehen könnt, dann habe ich es geschafft. Woodruff and the Schnittle of Azimuth ist eins der Spiele, die man am besten nicht beschreibt, sondern einfach nur so auf sich wirken lässt. Ihr werdet sehen, worum es geht. Es ist schon ein wenig verrückt. Es hat teilweise meinen Humor, teilweise aber auch nicht. Und ich hoffe, dass die Soundabmische richtig ist. Ich kann ja den Ingame-Sound noch ein bisschen leiser stellen, aber nur minimal. So, dann wollen wir mal. Ja, ich versuche jetzt gerade... Muss ich jetzt hier was drücken oder was? Ja. Menschenskinder, meine Rübe! Sehe schon lauter Sterne! Was ist nun mit mir los? Mir geht ein ganzer Leuchter auf! Was hab ich da für ein Wort im Kopf? Schnibbel? Okay, das hier abzugreifen ist jetzt nicht unbedingt das Geilste, was du machen kannst. Wir sind... Wer auch immer wir sind, keine Ahnung. Wir haben hier ein Haus mit Spuren eines Kampfes. Gucken uns das mal an. Nee, da ist nichts. Okay, was haben wir noch? Hier haben wir einen Gaffer. Okay, guten Morgen, Herr Gaffer. Mann, wem gehört das Haus da hinter uns? Es gehört Professor Azimuth. Ein liebenswürdiger Mann, berühmt wegen Arbeiten über die Zeit. Aber irgendwas ist hier heute Nacht passiert. Und ich? Können Sie mir sagen, wer ich bin? Ich kenne Sie nicht. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Okay. Sprechen funktioniert folgendermaßen. Ich muss die Leute immer anklicken und dann gucke ich mal, ob da eine neue Gesprächsoption zu finden ist. Na Freund, haben Sie schon mal etwas vom Schnibbel gehört? Schnibbel? Natürlich. Nur dank seiner können die glücklichsten Dinge geschehen. Professor Azimuth hat ihn zu unser aller Glück entdeckt. Es ist nur in diesem Haus passiert. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich habe nichts gesehen. Aber anscheinend weiß H.P. Sebastian Bescheid. Wer ist denn H.P. Sebastian? Wer ist denn H.P. Sebastian? Ich habe diesen Namen noch nie gehört. H.P. Sebastian? Das ist so ein Intellektueller, der immer in Kneipen rumhängt. Der ist in der Bar der Schluckspechte. Okay, da muss ich dann jetzt hin, oder wie? Na Mann, wem gehört das Haus da hinter uns? Okay. Es gehört... Ja, und dann wiederholen sich die Gesprächsoptionen und dann wissen wir haben alles abgedeckt. Cool, alles klar. So, wir haben hier einen Knopf. Okay, Butzuk, go home. Da, er zeigt mir auf diesen Stiefel aus Alligatorschnauzenleder. Okay, eine Abfalltonne, hallo. Oh. Sie habe ich hier noch nie gesehen. Haben Sie schon alle Steuern bezahlt? Ah. Oh, scheiße, ich muss nächsten Monat auch Steuererklärung machen. Ich will nicht! Oh. Haben Sie die Schweiß- und Körpergeruchsteuer bezahlt? Ja. Ah. Immer. Oh. Die Staubaufwirbelsteuer, die wegen ihres Umherrennens fällig wird? Ah. Gibt's noch eine Steuer? Oh. Und die Steuer für die Schattenflecken aufgrund ihres unmäßigen Volumens? Ah. Und? Oh. Und die Steuer für die Verschmutzung durch ihren gierigen, stinkenden Atem? Ah.
Ich hasse dich. Oh. Sie habe ich hier noch nie gesehen. Okay. Alles klar. Jetzt hat er mich aber schon mal gesehen. Eine seltsame Vorrichtung. Können wir uns die mal angucken? Komisches Gerät. Ich frage mich, wozu das wohl gut ist. Keine Ahnung. Kannst du mal lesen, was da draufsteht? Wenn ich lesen könnte, würde ich verstehen, wie das funktioniert. Ja, okay, er kann nicht lesen. So, Rechtsklick ist Inventar. Da haben wir einen Knopf. Na gut, der bringt uns aber nicht so wirklich weiter. Was ist das? Ein Furzer! Das muss eine regionale Spezialität sein. Wie heißt der? Ein Furzer! Das muss eine regionale Spezialität sein. Eine Edelfresswerbung ist auch ein schönes Wort. Spielzeuggeschäft geschlossen. Da geht's nicht rein. Ist ein Butzugdrachen. Nur Scheibe einschlagen und mitnehmen. Den nehme ich mir bald mit. Ist das unklug, hier lang zu gehen? Kontrolle und ich habe keinen Ausweis. Okay. Ist das unklug, hier lang zu gehen? Kontrolle und ich habe keinen Ausweis. Sag mal, wie sprichst du eigentlich, Bruder? Kontrolle? Okay, dann gehen wir mal rechts lang. Was haben wir da denn so? Straße der traurigen Butzug. Okay, warte mal. Hier habe ich ein Optionsmenü. Musik. Ich kann die Musik einfach nur ausstellen. Info. Was gibt mir Info für Infos? Datum, Uhrzeit und Spielzeit. Ja, das sind die Infos, die ich brauche. Das sind meine Infos. Okay, ich kann hier speichern. Azimut Gemächer. Ja. Dann kann ich das hinterher wieder reinladen. Dann ist okay. So, was haben wir hier denn? Wer ist er denn hier? Ach, ich kann es ja nicht lesen. Oh, das ist so schlimm. Tobi, ich kann die Inschrift nicht entziffern, weil ich nicht lesen kann. Das sieht aber gefährlich aus. Was ist damit? Kannst du das wenigstens lesen? Ein Buchstabe, Bruder. Tobi, ich kann die Inschrift nicht entziffern, weil ich nicht lesen kann. Junge. Ein A. Das wirst du doch wohl hinkriegen. Gegrüßt, mein Freund. Kannst du mir sagen, was dich so traurig macht? Tja. In dieser Stadt werden wir Butzug ausgebeutet und unterdrückt. Okay. Bin fremd in dieser Stadt. Erzähl mir, wie man hier lebt. Ganz mies. Das Essen ist ekelhaft. Und das Wasser kann man nicht mal trinken. Die Menschen, die uns regieren, erdrücken uns mit Abgaben und Steuern. Niemand protestiert? Ihr wehrt euch nicht? Unmöglich. Unser König wurde von den herrschenden Menschen völlig entmachtet. Er wartet darauf, dass der Schnippel kommt. Der sei unsere einzige Hoffnung. Vielleicht bin ich ja der Schnippel. Was wird aus euren Lebenskräften? Aus euren Frauen und Kindern? Wer sich nicht unterwirft, wird nach draußen geschickt, in den Dschungel. Unsere Frauen sind verdorben. Unsere Jugend nimmt Drogen und ist arbeitslos. Also ist wie im echten Leben. Gegrüßt, mein Freund. Okay, da sind wir durch. Was ist mit ihr? Junge Frau. Diese Hintergrunddinger hier, ne? Meine Verehrung, gnädiges Fräulein. Leben Sie schon lange in diesem Viertel? Stimmt schon. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Und beim Schnibbel, wenn ich kein Menschenkenner bin, ich erinnere mich an alle Gesichter, die ich auch nur ein einziges Mal gesehen habe. Aha, ein Kindergesicher nicht, oder was? Das trifft sich gut. Sie kennen den Schnibbel? Ja, er steht für alles Schöne und Harmonische in jedem von uns. Professor Azimut, haben Sie ihn sprechen gehört? Ganz gewiss. Ein Mann der Wissenschaft, der interessant aussieht. Sehr selten. Okay, sie kennt Azimut, ja. Meine Verehrung, gnädiges Fräulein. Okay. Leben Sie schon lange in diesem Viertel? Stimmt schon. Ich habe sie hier noch nie gesehen. Ich kann es nicht überspringen. Wenn ich kein Menschenkenner bin, ich erinnere mich an alle Gesichter, die ich auch nur ein einziges Mal gesehen habe. Na gut, okay, das ist die Info, die ich von ihr habe. Sie kennt Azimut und sie erinnert sich an alle Gesichter. Aha. So. Was haben wir hier denn? Eine Holzkiste und ein Bettler. Obwohl, kann ich da oben zu ihm hier? Ein Mutant. Nicht so cool, nicht wahr? So. Ach, oben kann ich auch lang.
Elendsbrücke, so nennt sich der Spaß hier. Elendsbrücke, das hört sich nicht gut an. Ich weiß auch, wie ich das Spiel damals bei Promarkt für, glaube ich, 7 Mark gekauft habe oder so. Ey, es war wirklich nicht viel mehr als 7 Mark. Was war das denn hier? Oder 2, kann auch sein 2. Ey, hallo? War ich hier vorbei? Nee, Mist! Okay, bring mich nicht weiter. Jetzt haben wir da eine Holzkiste. Okay, die Mutter nehmen wir mal mit. Schön. Ein Bettler. Freundchen, ist da nicht zu viel Wasser? Komme ich denn da durch? Ja, nur zu. Da riskierst du nichts. Ist doch überhaupt nicht tief. Du Scheinschnibbel. Dir kann man wohl nicht vertrauen, oder? Okay, dann kriegt er jetzt erstmal was an den Kopf da, der Penner. So. So, ich habe jetzt einen Stiefel aus Alligatorschnauzenleder. Kann ich den schon anziehen und dann einbeinig rüberhüpfen? Ja? Kann ich ihm den Stiefel reinhauen? Nee. Aber ich bin auch froh, dass er nicht einfach was sagt, weil dann hätte ich schon wieder dagegen argumentiert. Ich kann das nicht zusammen benutzen. Heißt für mich, ich will das nicht zusammen benutzen. Kennen wir ja aus solchen Spielen. So, Haus von Azimut. Und da ist der andere Stiefel. Komme ich da irgendwie dran? Wenn er sich so ein bisschen streckt, wird das dann was? Sieh da, ein Stiefel. Das passt prima. Schuhe kann ich gebrauchen. Jeder braucht Schuhe. Sieh da, ein Stiefel. Das passt prima. Schuhe kann ich gebrauchen. Diese Stimme von ihm macht mich fertig. Kann ich den anderen Stiefel dagegen werfen? Oh, 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 oh. Sicher. Also so ein paar Sachen weiß ich hier noch, aber ich komme bald ans Ende meiner Möglichkeiten. Kann ich euch versprechen. So, jetzt kann ich beide Stiefel anziehen. Ah! Okay. Dann gehe ich mal zu der jungen Frau und zeige ihr mal das Foto. Oh, da kann ich mich dran erinnern, dass ich das als Kind nie gecheckt habe. Dass ich das tun kann. Ich hab's nie getan. Ich hab's nie verstanden. Ich war immer zu blöd dafür. Aber ich habe auch niemandem zugehört als Kind. Weder dem Spiel noch meinen Eltern. Ja. Aber das ist doch ein Foto von Professor Azimut. Oh, wie charmant er ist. Das Foto ist aus diesem Artikel hier. Er handelt von seinen Arbeiten. Oh. Ah. Den kann ich vermutlich nicht lesen. Schade. Aber gut, ich kann jetzt zumindest hier über die Säure laufen. So, Alligatorleder ist besser als Säure, wissen wir ja alle. Kann ich ihm noch eine drücken oder was? Ich weigere mich, mit diesem Betrüger und Verräter zu sprechen. Verstehe ich. Kann ich an seine... Ich weigere mich, mit diesem Betrüger und Verräter zu sprechen. An seine Tasche komme ich auch nicht dran, schade. Ja, dann nehmen wir das mal mit. Wer weiß, wofür wir die noch brauchen? Okay, dann geht er wieder zurück. Bringt weiterhin nichts. Ja, aber wir haben es geschafft an der Polizeikontrolle vorbei. Ja. Lotto ist Schwindel. Gezeichnet BBF, verstehe ich. Ist wirklich Schwindel. Ich dachte, da wär's nicht tief. Offenbar ist es das doch. So, wir haben hier einen Säufer. Hi, na? Herr lieber Säufer, wie geht's Ihnen denn? Wohnen Sie hier in diesem Viertel? Doch, die Herren. Wie ähnlich Sie sich sehen. Sie sind wohl Zwillinge. Vergiss es. Solange der noch besoffen ist, kriegst du nichts aus ihm raus. Wohnen Sie hier in diesem Viertel?
Okay. Doch, die Herren. Immer wieder das Gleiche. Ja, wir müssen ihn irgendwie nüchtern machen. Kriegen wir schon irgendwie hin, bin ich mir sicher. Dann nahm ich in weiter Geste eine Handvoll Federn. Das waren gute Zeiten. Ja, habe ich jetzt die Federn genommen? Ja, ich habe jetzt Federn und wir haben hier Teer. Wieso nicht? Kann ich die Federn da rein? Wieso nicht? Okay, ich muss hier gucken, dass ich den Bildschirm zur Seite scroll. Ein Schalter. Ja, das ist ein bisschen billig. Um nicht zu viel zu sagen. Okay, hier war gerade die Polizeistreife. Die hat sich offenbar aufgelöst. Okay, jetzt eine Konservendose. Die ist leer. Und wir haben hier eine Bohne. Schön. Böhnchen sind immer gut. Fuß des Hügels, okay. Gehen wir mal zur Gedenkstätte. Was für eine Gedenkstätte denn? Blumenstrauß, können wir den mitnehmen? Aber bringt ja sowieso nichts. Wir können ja noch nicht mal lesen. Das soll der Grundsteinleger der Stadt sein. Ein großer Kämpfer, der zu seiner Zeit die meisten Bunzug ausgelöscht und die Überlebenden unterworfen hat. Ja, geil. Wenn das so kleine Viecher sind wie der gerade, war das jetzt auch nicht wirklich eine Heldentat. Schnibbel, ich liebe dich. Diese Huldigung der verschwundenen Bunzug ist auf Morphoplastok. Ist cheap. Was? Ich finde, das ist ein richtiger Fiebertraum wieder hier. Und ihr wisst ja, wie ich zu Fieberträumen stehe. Eigentlich ist das manchmal ganz lustig. Und dann gehen wir jetzt mal in die Säufergasse. Auch bekannt als Rotlichtviertel, ne? Hier siehst du es ja. Da hast du ja einen Knopf. Der da. Und die, da ist das Licht. Ist rot. Woodruff, ich hoffe, du willst diesen schweinischen Ort nicht betreten. Hinter dieser Tür erwarten dich 1000 Freuden. Geh nur hinein, Woodruff. Moin. Okay, da ist der Barkeeper. Elastische Barmixer. Ja, ein Musiker. Ein Kunde. Da ist auch so ein Kunde. Moin. Mit dem können wir nicht reden. Der hat seine Nase im Kaffee und fertig ist. So, wer ist er hier? Sind Sie ein Stammgast? Was fällt Ihnen eigentlich ein, mir in diesem Ton zu kommen? Frechheit. Ja, eben. Wir haben doch nicht zusammen die Schweine gehütet. Sie Flegel. Ja, richtig. Guten Tag, lieber Freund. Sind Sie ein Stammgast? Was fällt... Okay. Da ist noch ein Kunde. Und da ist der Musiker. Hallo, Mr. Musiker. Haben Sie all Ihre Steuern bezahlt? Auch die Schnapspromillesteuer? Ey. Natürlich, das ist die einzige, die ich bezahle. Okay, wer ist sie? Dich kenne ich doch. Du bist der Adoptivsohn von Azimut, der kleine Woodruff. Ja, das bin ich. Also wissen Sie, wer ich bin? Und Sie, wer sind Sie? Ich bin deine Schullehrerin. Aber du bist ja ganz schön schnell groß geworden. Wer von uns ist hier eigentlich ein Mensch? Ich erinnere mich an nichts. Sie sagen, dass Azimut mein Adoptivvater ist. Ja, armes Kind. Es muss ein Drama geschehen sein, denn Azimut ist verschwunden. Jetzt, wo ich den Namen meines Vaters kenne, werde ich ihn hundertprozentig suchen. Oh, das ist gewiss, was er gewollt hätte. Nimm, das hat er mir für dich gegeben. What? Aber sagen Sie mir, wer ist eigentlich H.B. Sebastian? Das ist der Mann mit dem Spitzbart dort drüben. Warum? Kennst du ihn? Vor dem Aufbruch, gib mir rasch einen Text, damit ich dir's Lesen beibringe. Vor dem Aufbruch, gib mir rasch einen Text, damit ich dir's Lesen beibringe. Okay, ich hab einen Text.
Und zwar diesen Zeitungsartikel hier. Oder warte mal, ich hab doch IAA. Rechnet nicht? Nein, ein Buchstabe reicht nicht. Dann brachte sie mir das Lesen bei. Das war die gute alte Zeit. Der Artikel gegenüber Dr. Azimut und diesen mystischen Schnibbel, den niemand je gesehen hat, der aber von allen hoffnungsvoll erwartet wird. Na gut. Oh, wie rasch du groß geworden bist. Ich kann's einfach nicht glauben. Nee, ich glaub's auch langsam nicht. So. Was ist mit dem Schnapsdieb hier? Komm ich da irgendwie ran? Nee, ne? Reden wir mal mit HP Sebastian. HP Baxter. Oh, dieser Schnapsdieb, ne? Der macht mich verrückt. Der hat bald die ganze Kneipe abgeräumt. Sie sind sicher H.P. Sebastian, der berühmte Literaturkritikaster. Erlauben Sie, ich heiße Woodruff. Freut Sie kennenzulernen, junger Mann. Sie möchten mich sprechen, oder? Ja, selbstverständlich. Ich hab mir sagen lassen, Sie wüssten, was sich bei Professor Azimut abspielte. Ja, ich habe Männer in Schwarz reingehen sehen und sogar den Obersack erkannt. Der Obersack? Der Obersack? Was ist das denn für eine Figur? Er ist die rechte Backe des Präsidenten, aber die Regierung ist nur Maskerade. Oh. Sie denken also, dass der Obersack Azimut entführt hat? Aus welchem Grund? Weil Azimut ein Dissident ist, der staatsfeindliche Ideen verbreitet. Aha. Genau, über die Befreiung der Butzuks. Dann ist er ja in höchster Gefahr. Ja, zweifellos richtig. Umso mehr, als sich der Obersack auch sehr für die Studien von Azimut über die Ontologie der Zeit interessiert. Na endlich! Ich erinnere mich! Jetzt ist alles klar! Ich erinnere mich an diesen unheilvollen Tag, an dem Azimut entführt wurde von den schwarzen Männern des Obersacks, demselben, der danach erbarmungslos meinen armen Teddybären abgeknallt hat, der Schuft! Ich muss ihn unbedingt wiederfinden, meinen Papa Azimut und seinen Schnibbel. Danach werde ich mich an diesem Gangster von Obersack rächen, beim Schnibbel! Okay, machen wir. Das ist unsere Aufgabe jetzt. Ja, los, tu's. Das wusste ich noch. Okay, hier können wir nichts weitermachen, aber wir haben den Titelbildschirm gefunden. Yay! Schön, nicht wahr? Ja, Mann, Pinsel. Und damit gehen wir wieder zurück. In die Sendezentrale. Okay. Zu dem müssen wir auf jeden Fall. Der hat was in der Hosentasche. Da müssen wir rangehen. Komm mal von hier nicht, ne? Was ist hier denn? Freudenviertel, das mache ich doch mit. An diesen Ort des Verderbens, junger Freund, kommst du nur über meine Leiche. Ja, ich bin doch jetzt 18. Steht da was auf dem Plakat? Drücken Sie für das lokale Wetter auf Ihren Turbozon. K. Sig. Sto. Platz. Auf meinem... Was? Turbozon?